Hallo Leute und willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich bin momentan sehr beschäftigt, deshalb kommen nicht so viele Parts. Tut mir leid. Ich schaue, dass ich wieder mehr Parts aufnehmen kann. Es ist einfach so, dass ich momentan sowas von stark beschäftigt bin im Real Life. Und auch noch einen Server habe von Minecraft und ja, allgemein halt sehr viel zu tun habe. Aber ja, es kommen wieder mehr Parts. Das verspreche ich euch. Also, wir haben wieder ein paar bessere Parts, weil jetzt wieder das Mitspielen auch ein bisschen mehr Spaß macht, weil wir jetzt nicht mehr so schwach sind. Wir sind halt erst Level 45, das ist nun mal so. Aber andere Leute haben viel, viel mehr Zeit. Also, das Problem liegt einfach an der Zeit. Ah, es sind zwei da. Schön, schön. Aber ich bekomme hier überhaupt keine Gegner über. Was ist los? Die sind immer noch orange, gell? Was sind die anderen? Hallo? Das ist der Captain. Es sind nur Captains hier, okay. Sorry wegen der... ja, Erkältung. Das ist ein bisschen mehr als eine Erkältung, deshalb sage ich das so. Sollte aber besser gehen jetzt wieder. Ja, was haben wir? Einen kleinen Nephrim gefunden. Ich mag die Steine überhaupt nicht. Die sind viel zu schwach. Und wir haben keine Sockel. So. Hatten wir nicht. Jetzt muss ich schauen. Da haben wir nicht. Da haben wir jetzt einen. Dank der neuen Rüstung. Die ist komplett neu. Auf Level 45, ja. Oh, da haben wir viele Sockel plötzlich. Ui. Das Krug, das gut, hä? Die haben alle eine einen Sockel. Aber Aussprechgeschwindigkeit nützt das irgendwie recht vieles. Die kann man ja nicht schieben, oder? Nö. Die muss man reinsockeln. Ah, an Waffen. Okay. Es geht nur an Waffen. Ja, wieder steuere doch immer alles. Hier haben wir mal... oh, eine Sonnenträne. Die ist ja so nützlich. Wir müssen einfach leveln, ne? Tut mir leid, dass es gleich im Moment, dass in diesem Part ein bisschen langweilig wird. Aber ich will da höher kommen. Und wir müssen schauen, weil vorher war Invasion, ich habe nachgeschaut auf Regnum Sentinels. Da war es in Ding, das ist jetzt weg. Deshalb habe ich gedacht, ja, ich tue nicht mehr aufnehmen, nur noch Leveln aufnehmen. Ging ich rein und ja, es war so. Es war schon beendet, tut mir leid. Weiß jetzt nicht, was ich machen soll, also. Wir können schon hingehen, hä? Aber bringt's das auch? Naja, ich kann ja jetzt in der Beschreibung, in der Videobeschreibung die Sachen sagen, was wir machen. Deshalb warten wir jetzt noch kurz auf die auf den Tagesbonus und gehen dann, hä? Dann schreibe ich das auch, dass wir noch ein bisschen Schlachten machen. Also ist der schon wieder nicht ready. Ah ja. Du da, Schnauze halten. Der ist schon wieder abgewehrt. Ey, die ganze Zeit wertigen wir jemand ab. Okay, da sind keine mehr. Mist. Komm schon ein. Ja. Ich wollte eigentlich die Waffen weglegen. Wir müssen nach vorne gehen. Hopp. Also schnell machen. Hopp. Da ist noch einer, aber der ist ganz alleine. Hm. Die tauchen meistens nachher wieder auf.
Ja, hier ist nichts. Ready. Hm. Wir können keine mehr tragen. Haben wir alles gemacht schon. Komm schon, vorwärts. Hier? Nein. Hier ist auch nur... Hier ist auch nur einer. Keine Ahnung. Wo haben wir nochmals? Da haben wir nochmals. Ich sehe so episch aus mit diesem Speer. Ich mag ihn nicht. Ah, das ist cool. Richtig cool. Nehmen wir den wieder raus, damit wir mehr kloppen können. Noch nicht verloren, der geht noch einige Zeit. Naja. Das sehe ich sonst eigentlich immer, also muss ich einfach schauen. Die anderen sind sicher schon hochlevelig, wie die Sucht ist einfach die ganze Zeit angeben. Ja, sie sind höher als ich, wow. Ah, was ist der Ding eigentlich? Ferdi. Wie hoch ist der? Den habe ich schon nie Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Sehr heftigst. Wie der einfach immer falsch online kommt. Ich mache heute sowieso noch ein Part, dann am Abend. Deshalb werde ich ihn hoffentlich auch sehen. Und dann bin ich halt immer Minecraft spielen. Ich muss das mal ein bisschen ändern. Sind sowieso nicht mehr so am Abend Leute on bei Minecraft. Die wollen alle irgendwie ins Bett gehen schon um 7 Uhr. Das ist ein bisschen ein Problem. Also ein Minecraft-Server denkt man sich so, ja, sind ja eigentlich recht erwachsene Leute auf einem Server, da, in dem es nur RVR gibt und so. Also einfach so ein bisschen eine Abwandlung von hier. Und dann sieht man, es sind leider nur Kinder online, oder? Die natürlich um 7 Uhr aufhören müssen, PC spielen. Das ist eine Frechheit, also nichts gegen die, ja, jungen Leute, aber ich möchte gerne erwachsene Leute in Minecraft haben und nicht. Aber es tun eigentlich nur noch Kinder Minecraft spielen. Das ist einfach so. Das ist nervig und blöde, aber man kann nichts dafür. Tja. Und deshalb, ja, ist das Problem einfach so ein bisschen, dass der Server noch nicht so klappt. Der Server muss mehr klappen. Tja. Mal schauen. Vielleicht einfach ein bisschen berühmter noch werden. Jojo. Ich bin ja noch nicht so gut berühmt, so beliebt auf YouTube. Ich muss ein bisschen beliebter irgendwie werden. Keine Ahnung, was ich da machen soll. Ja, schauen wir einfach, wie es so weitergeht. Ich bin halt noch nicht lange durchgehend Let's Player. Ich mache immer wieder Pausen. Jetzt habe ich gesagt, ich mache seit dem August keine Pause mehr. Nur noch kurze Pause, wenn es halt mal sein muss, wie zum Beispiel Krankenhausaufenthalt. Sonst irgendwas. Und der Rest ist nicht Pause. Weil ich will ja eigentlich gar keine Pausen machen. Ich will nicht Ferien machen. Ich will nicht irgendwie etwas anderes machen. Und deshalb, ja, mache ich das so. Mal schauen, vielleicht werde ich ein bisschen berühmter, vielleicht nicht. Ja, je nachdem. Hm? Die Reckungsvideos müssen aber noch wieder ein bisschen beliebter werden. Sonst hat es keinen Sinn. Ja, ein bisschen Erfahrung haben wir bekommen, aber nur ein bisschen. Was wurde jetzt eingenommen? Ignis hat Eferias eingenommen. Ja, die wollen natürlich wieder die
Süden angreifen, weil dort haben sie eine Chance. Aber das ist immer ein falsches Zeichen von den Königreichen. Zwei Krits? Spinnst du? Die sind manchmal verpackt oder so. Irgendwas ist hier falsch in diesem Spiel. Ich darf doch nicht zwei Krits haben, hä? Jubiläumshut 2009. Der will das für einen Alastair Tunica traden. Ich frage ihn einfach mal mit einem, ja, komischen Gesicht. Was heißt Andenken? Ja, er sagt sowieso nur Fragezeichen, dann antworte ich ihm nicht. Ich soll einen besseren Trade vorschlagen. Choice, ich schreibe mit Choice. Ist halt einfach gutes Ding. Ich kenne auch nicht so viel englische Wörter, deshalb. Ja. Ist ein gutes Ding, das heißt sicher, nein, ich werde nicht mit ihm sprechen. Ich werde ihn jetzt einfach das Fenster offen haben. Was soll dort schreiben? Was will er jetzt von mir? Keine Ahnung. Der kriegt das sowieso nicht weg. Fertig jetzt. Er kriegt das sowieso nicht raus. Ich werde ihn ein bisschen plagen. 42 minus 0. Beständigkeit. Dieser Hut symbolisiert die Feierlichkeit zum zweiten Geburtstag von Regnum Onna. Wieso sind hier zwei Golems? Mein Gott, ein lang dauernder Feier kann ungesund sein. Wieso ist das lang gewesen? Ist doch nicht lang gewesen. Ey, ich habe falschen Knopf gedrückt. Ja, dann lasse ich das mal, wenn hier keine Golems mehr... Also, wenn ja hier Schluss ist. Noch den da unten, noch die da unten. Jetzt habe ich den mal ein bisschen reingehauen, hä? Der kann doch nicht den Hut verkaufen, das ist doch ein Anzeichen. Der war in 2009 schon online. Wieso will der den Hut denn weghaben? Er sagt nichts mehr. Er will einfach nur noch RP schreiben. Gut. Der kann doch diesen Hut nicht verkaufen. Ich möchte ihn haben. Er soll mir den Hut einfach schenken. Er soll Trade-off machen und schenken. Dann habe ich immerhin den Hut. Ich sorge mich für den Hut. Der ist einfach AFK hier. Das Court Headshot. Der ist einfach... Aber es bei United stimmt. Wieder ein Deutscher? Ich denke ja nicht. Ja, kann schon sein, dass er Deutscher ist. So, was machen wir noch? Wir müssen noch ein bisschen leveln, hä? Ja, okay, gut. Nein, das ist ein Unfair. Weg da. Okay. Dann ruhen wir kurz uns aus und gehen in einer der Fortschlachten mit Kämpfen. Weiß jetzt nicht was.
Wieso schreibt er nicht? Woher hast du diesen Stuff? Naja, schreibe ich es nicht. Sekunden, deshalb habe ich nicht schreiben können vorher wahrscheinlich. Jetzt in uns starben. So einige. Ich habe ja nie weiter gespielt. Ich will nicht sagen, ja, ich bin zum Beispiel Draco und bin es nicht. Ah, der wird doch schreiben. Der arme Hut. Was wollte ich schreiben? Eine Erinnerung. Der heißt Sir Philipp. Das ist ein Deutscher und ja. Ich bin nicht Draco. Wer ist wieder Kane? Krass. Ab nicht. So. Ich muss noch andere Games aufnehmen nachher. Schreiben. Der Geist hat mich abgelenkt. Ich denke eher, er verarscht mich jetzt ein bisschen und ist schon länger hier. Ich glaube kaum, der schafft so schnell. Aha. Nutze selber nicht so viel, eher keine. Ja, stimmt schon. Jo, habe einen gekauft, als er mega ging.
What? Nein, nein, ich kenne den schon länger, der Sir Philip, also kennen vom Durchlaufen. Ich glaube kaum, dass der so schnell war. Nee. Ja. Ich kaufe ja auch wieder ein paar, aber zuerst muss ich das Geld haben. Weil ich ja ein sehr armer Mensch bin. Der ist noch Beschwörer. Hä? Der macht Boss. Aha, den Alastor wahrscheinlich. Na ja. Was ist jetzt bei Isios eigentlich? Also habe ich einen neuen Freund, der ein bisschen viel angibt, aber... Ich mache ihn mal rein, sonst verliere ich ihn wieder. Ich mache immer alle rein, die einfach mit mir ein bisschen reden wollen. Damit einfach die drin sind, oder damit sie... Dann sah mal fort. Ja. Aber den ich mich... Wenn der wüsste, dass ich so einfach Gegner killen kann. Ja, wahrscheinlich weiß er schon, weil ich ja Papa bin. Er ist nicht so viel wert, dieser Hut. Er ist trotzdem... Ja, es ist ein Andenken. Ich weiß nicht, vor wo er den hat. Keine Ahnung. Migi Azul. Wieso geht ihr wieder weg? Der Strombe. Der ist schwer. So ein Mist. Nein, Flutterscheiß. El Malo. Ist jetzt das Ding wieder weg? Nein? Ja, ich werde sterben. Aber, wir müssen jetzt mal... dorthin, hä? Also ich verspreche euch heute Abend, kommt noch ein Part mit mehr Schlachten, gell? Ich will einfach, ja, bei mir ist es so, ich habe nicht gerne Massenschlachten, wo alle Gegner einfach immer wieder gestunt werden und ja, wo ich einfach nicht killen kann, weil ich natürlich gestunt werde, die anderen nicht und die anderen killen können. Es ist einfach so, ich bin noch low-levelig, dann werde ich nicht geheilt, nicht geschützt, nicht, ja, immer gestunt. Mich kann man stunnen, die anderen haben ja Super-Items und alles mögliche. Bei denen nützt es nicht so viel, dann stunnen mich alle Gegner. Das ist das größte Problem. Ich habe einfach nicht so viel, Glück. Ja, ich bin noch low-level. Versteht ihr? Deshalb kann ich euch noch nicht viel zeigen. Wenn jetzt ein paar Leute sagen, ja, ich helfe dir und ich komme mit und so, dann ist es kein Problem. Aber es sollten schon gleichlevelige sein und so weiter. Und mich kann man ja immer ansprechen, wenn ihr also, ja, es wollt, dass ich eben mit euch echt das mache, dann sprecht mich doch mal an, oder? Ich mache es gerne. Ich würde es ja gerne machen, aber es ist nicht viel los, eben. Die meisten schauen ja auf YouTube eher zu. Und die, die nicht schauen, sondern spielen, schauen nicht. Das ist das größte Problem. So. Jetzt muss ich schauen. Er schreibt nichts mehr. Wo sind die Gegner? Ich muss hier vorne durch. Sonst greifen die mich sofort an.
Da. So. Schön, sind viele hier. Gut. Hallo. Oh nein. Nicht schon wieder falsch drücken. Boah. Sind das fette. Ja, toll. Ich muss schon mal reingehen. Ach Mensch. Ja, der will Mana. Hm. Toll, weiße komme ich an, werden die schon wieder überrumpelt. Es macht einfach keinen Spaß, wenn die so schlecht gehen. Hi. Zugewandt, Mist. Ist besser. Jetzt ist gerade vorne dran etwas. Einen König, also drei Königreichspunkte habe ich schon mal bekommen. Muss aber Level haben. Ja, mhm. Das Tor bitte ein bisschen wegmachen. Toll. Ey! Diese Scheißbarbaren immer. Wieso sind die so scheiße? Bashi kurz raus, mich wiederbeleben, bitte. Ach, diese Scheißbarbaren. Ich bin selber Barbar, sag Scheißbarbar, aber das stimmt doch wirklich. Es müssen immer nur diese Angeber-Barbaren mit ihren nicht so vielen Schaden, aber das war wahrscheinlich ein nicht so hoher. Red Logan ist Baba Himura Botosai. Gucken wir mal kurz. Der ist Baba, hä? Der ist Baba Leander Arcanos. Da habe ich nicht angegriffen, ist der Bach Baba. Hm. Analyse von Drago Basler, hä? Rias. Der Rias hat mich angegriffen, ist Baba. Der ist sehr schwer. Nein, das ist ein Ritter, deshalb. Das ist nur ein Ritter. Ja. Ja, ja. Okay. Ich gehe... Ich kann bis da nicht leben, deshalb gehe ich zum Altar. Und werde mich hier... Lol, ich bin hier am Altar gechannt. Stimmt, ich habe gar nicht dort. Okay, eventuell level ich doch heute noch ein bisschen. Gehe ich runter, hä? Ja, muss gucken, wann ich Zeit habe, wann ich die Zeit finde. Ich habe sozusagen ein Notizbuch in mich und tue das jeden Tag so planen. Aber eben, wenn ich jetzt wieder ein bisschen fitter wäre, wenn der Sport nicht so viel Kraft wie immer kosten würde, dann könnte ich am Abend schon ein bisschen aufnehmen für Regnum. Nur für Regnum. Die anderen Games muss ich gar nicht am Abend aufnehmen. Jetzt schaue ich, dass ich immer jeden zweiten Tag Regnum am Abend aufnehmen kann, damit ihr zum Beispiel auch dabei sein könnt und so. Und ja, ich schaue es jetzt einfach mal. Ich habe ja früher immer Regnum am Abend aufgenommen. Das ist jetzt einfach seit 2 Monaten so, dass ich eher morgen aufnehmen muss, wegen der Kraft und Zeit und Ausdauer und alles. Ja. Na gut. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.